So, hallo und herzlich willkommen auf YouTube. Wir sind gerade im Stream. Wir spielen ein Spiel mit echten Schauspielern, ein Horrorspiel. Und zwar heißt es, wie da auch schon steht, Nightbook. Ich habe es empfohlen bekommen im Discord. Damals, ne, so ein Chat mit Horrorspielen und Horrorfilmen und sowas, wo man sich drüber unterhalten kann. Und wir haben ja schon einige, jetzt sehe ich erstmal die hier, da. Wir haben schon einige Spiele in der Art gesehen. Wir haben uns auch gerade den Trailer angeguckt und es scheint echt ganz geil zu sein. In den Einstellungen waren wir auch schon, deswegen können wir jetzt gleich direkt ins Spiel starten. Es gibt einen Streamer-Modus, mit dem man diese Entscheidungen, du musst hier wieder Entscheidungen treffen, mit denen du das halt anhalten kannst, sodass du ein bisschen mit dem Chat darüber reden kannst und so. Das ist eigentlich ganz cool. Ich bin wirklich gespannt. Ich hatte noch nie ein Spiel, so ein FMV-Spiel, in der Horrorrichtung. Weil du kannst, hör Story und das alles, was wir gespielt haben, war kein Horror. Das war eher so Thriller. Deswegen bin ich mal gespannt. Und ich starte mal ein neues Spiel. Entschuldigung, YouTube, ich muss mal ganz kurz die nachfolgenden Szenen. Okay, alles klar. Man konnte es aber lesen. Come here. Come here. Get away. Get away from me. Okay, wir haben jetzt wohl Zeit. Wir haben Zeit, okay. Ich hoffe, ich schneide das raus für YouTube. Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnere. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das schneiden kann. Weil wir einen Hof hast und bla bla und alles ganz schwierig und neuer Schnittplatz, alles provisorisch. Ich muss mal ganz kurz sagen, Kranos. Mir hat gerade jemand, also der Kranos, hat mir gerade eine 100er Sub-Bombe in den Chat gehauen. Eine Sub-Gift-Bombe. Ich muss mal ganz kurz darauf eingehen. Kranos, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ich hoffe, ich schneide es hier raus. Wenn nicht, dann YouTube, es tut mir leid. Aber ich muss darauf eingehen. Es sind 100 Sub-Gifts gewesen. What the fuck? Vielen, vielen Dank, lieber Kranos. Dankeschön. Ich muss leider, leider jetzt auch weiterspielen. Und vielen, vielen Dank. Vielen Dank. War nicht die erste. Oh mein Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich bin halt nicht immer in den Horrorspielen. Es tut mir wirklich leid. Aber, ja, Panik wäre ein Kind von dir. Nee, ist aus gerade, hat geschlossen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön für 100 Subgifts. Holy shit. Bitte mach Facecam an. Ich hab Facecam, hallo. Hier oben, die hier oben bin ich. Hallo, guten Tag. Kranos, vielen, vielen Dank. Danke. Nicht Kranhaus. Kranos. Hat sich gerade angehört wie Kranos. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, dann konzentrieren wir uns jetzt mal aufs Spiel. Das ist der Vater. Offensichtlich. Wir haben. Oh, das wissen wir gar nicht auf YouTube. Wir haben den Trailer gesehen. Okay, das ist dann wohl der Vater. Upsi! Das kriegen wir aber gleich auch nochmal mit, denke ich. Ganz schnell. Oh mein Gott. Tut mir leid. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Der ist irgendwo in irgendeinem Zimmer. Wir sehen ja auch ein paar Zeichnungen im Hintergrund. So. Ich finde den Streamer-Modus sehr, sehr cool. Aber er macht immerhin immer noch Sport. Also das muss man sagen, so verrückt ist er, obwohl vielleicht ist er deswegen erst recht verrückt. I don't know. So, der Lurch muss hinein, das ist kein Kind vom Erik haben, ist auch geschlossen. Beruhigungsmittel untermischen oder Beruhigungsmittel weglassen? Ich tendiere sofort hierzu, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde es mal nicht mit dem Chat entscheiden oder vielleicht manche Sachen, wenn es so ganz hart auf hart kommt und das eine Entscheidung ist, die wirklich super schwer ist, dann würde ich zusammen mit dem Chat das machen. Aber hier zum Beispiel würde ich jetzt Beruhigungsmittel einfach mal weglassen. Untermischen? Nö, lass mal weg. Mal schauen. Auf Entzug haben wir jetzt gerade freigeschaltet, die Errungenschaft.
Termin mit Cody. Da komm ich. Da komm ich. Dad, it's me. Dad, I got your dinner. No. Wir sind mal freundlich. You said curry was your favorite. Since you're staying with us for a bit, I want you to be happy. Look, we don't need to talk or anything. No, don't. Now, quickly. Wo macht er denn? Ah, und Pipi. Ja, lass ihn mal da, den Vater. Nightbook. Okay, ich bin gespannt. Das könnte wirklich richtig interessant werden. Voll gut gespielt, ja, ne? Okay, es ist komisch, dass wir das gerade nicht machen. Okay. Hey Baby, ist deine Dolmetscherprüfung schon vorbei? Achso, sie geht in ein paar Minuten los. Hey Babe. Guck dir mal meine Fliege an. Willst du weiterhin mein Arbeitsvideo bei deiner Prüfung verwenden? Oh mein Gott. Ja, ich habe es meiner Chefin geschickt. Es wird mir sicher helfen, wenn ich dein Gesicht dabei sehe. Keine Sorge, du schaffst das schon. Ich war hier... Wieso braucht er so lange zu tippen? Da war ich hier heute und die... ja, das ist wirklich... Scheiße! Die Insel ist wirklich großartig. Wir könnten doch hier eine Hochzeit irgendwas machen. Mann, es geht zu schnell. Du fehlst mir. Es sieht wunderbar aus, hat sie noch gesagt. Entschuldigung. Viel Glück bei deiner Prüfung. Ich muss mich jetzt... Darf mich jetzt nicht mehr auf den Chat konzentrieren. Ich muss das hier alles lesen. Da sind die Untertitel da. Das übersetze ich mal nicht. Den anderen, das kann ich ja lesen. Warum ist meine Webcam Teil unseres Sicherheitssystems? Damit ihr beiden sicher seid. Eingehender Videoanruf? You look perfect. How depressing. Good evening, Cody. Ready when you are. You start. I'm just going to turn my camera off a sec. Okay. Link zum Video für Dolmetscherprüfung. Die Prüfung hat begonnen. Video startet in 2 Sekunden. Sanfte Musik ertönt. The God's Hand Archipelago. Boast some of the most beautiful sites in the North Pacific Ocean. Certains des plus beaux sites de l'océan Pacifique Nord. Perhaps none more so than its largest island, Lapus. However, despite this, there is very little development on the island, and no tourism. Très sauvage et n'accueille que peu de touristes. The Neem Bateau Hotel Group, in conjunction with Quinton Engineering, is proposing the development of the Iowa Well Cove site into a luxury 35-room hotel, spa, and scuba diving complex. Scuba diving? Wir dolmetschen natürlich weiter. Et des services de plongée avec masque et scaphandre. Our consultation period has already begun, and we know that you will be as committed as we are to bringing this project to fruition with the minimum disruption to the natural landscape and wildlife of this beautiful bay. Wir dolmetschen natürlich weiter. Our preliminary planning application is before the God's Hand Island Council, and we hope that you will join us in making our proposition the best it can be for the local economy and employment prospects, so that construction can begin early next year, ready to open our doors the following year. Et une promesse de création d'emplois pour que les travaux puissent commencer au début de l'année prochaine, et que ce nouveau complexe ouvre ses portes l'année suivante. We hope to, I will welcome you soon. Oh my god. Oh my god! Improvisieren. Nous sommes une compagnie tournée vers le futur et nous espérons vous servir dans un futur proche. Mm-hmm.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja. Puh. Right. Let's have a little look then, shall we? Well, I forgot the word for scuba diving and... Yeah, because that's a word you hear every day. I tried to keep up the pace, but I wasn't fast enough. He was talking really fast. Look, there was a golden half second there where I really thought you had it. You were getting the gist across, nice, simple and quick. And then you went straight back to trying to get it exactly right. Can we do another one? What? No. Please, your advice is so valuable to me. I know I can do better. You know what I think? I think you should cut yourself a break. This is interpreting, not translation. You don't have to be word fucking perfect. Ich dachte jetzt schon, dass nicht an mir. Speaking of which. What was that? Nothing. Okay, give me 15 minutes to clear some emails, then let's get this shift started. Warum lässt sie ihren Vater so das. Also ich würde ihn da irgendwie mal. Ich würde da mal einen Arzt rufen. Medizinisches Zentrum Armen Corner Schwangerschaftsuntersuchung. Oh. Lesen. Liebe Frau Wilson, wir schreiben Ihnen heute wegen des Tests vom 4. Februar 2021. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Untersuchung keinerlei negatives Ergebnis gezeigt hat. Ups. Trotz anfänglicher Bedenken und der von Ihnen geschilderten gesundheitlichen Probleme sehen wir in Ihrem Fall keinen Grund mehr für weitere Untersuchungen. Mehr Informationen finden Sie in unserem hilfreichen Prospekt Ratschläge für die Schwangerschaft, den Sie über unsere Website beziehen können. Lassen Sie uns bitte wissen, falls Sie weitere Fragen oder Probleme haben sollten. Hochachtungsvoll, Dr. Penis Muschi Denton. Dokument Viewer. Okay, Enter zum Fortfahren. Entschuldigung. Der Kanalfluch. Sind die Pläne von Quentin Engineering für Lepu... ja, dazu gemacht, um zu failen? Wir gehen mal zum... Wir... Ich... Okay, das ist die 1 und das ist die 2. Hier lasse ich mal den Chat entscheiden. Das hier ist... Lesen ist 1 und zum Vater gehen ist 2. 1 oder 2? Das ist tatsächlich sehr eindeutig. Okay, wir nehmen die 2. Schmetterlingseffekt, oh oh. What's the matter? I'm just down the hall trying to be professional and you're banging on the walls. Sorry. I can't hear you, this is stupid. Dad, come on, this is ridiculous. You need to come out. I can't. I don't want to put you and the baby in danger. Then why did you come here? Because Piers has gone off to that place. Le Pouce? Il a même pas été encore sur l'île. Le Pouce, he's not even been on the island yet. But when he does, he will come back with them. And we have got to be ready. Dad, there is no curse. Makeup. I'm just a crazy person, and is that it? Wahrheit oder Lüge? Ich mach mal Lüge. Nein. I don't think you're crazy. If you say there are evil spirits, then they must be there. Liar! I'm just worried it's getting worse. Oh, well, they must have heard about your fiancé's development. How is Piers? He's fine. How are you? And the baby? Diplomatisch oder direkt? Ich bin mal direkt. My health is not the issue. Please don't change the subject. Fine. Look, I only ask so much because I know what you went through to get pregnant. But you are right.
They are getting stronger, and there is only so much that I can do to stop them. I want you to lock me in. What? I can't resist them for much longer, and God knows what happens when I'm asleep. I need you to lock me in. I don't want to abschließen. Fine, I'll lock you in. Good. I just hope it's enough. I need to go back to work. Are you translating to French or that Lapousse language? The fact that I speak Canard makes me very employable. Nah. That language is dangerous, and so is that island. I need this job, okay? For me. Well, I'll do what I can to keep him quiet. Thanks. Good night, Dad. Try to get some sleep. Yeah, sleep is the last thing I should be doing at night. Was hat der denn hier? Ist das, das sieht ein bisschen aus wie Schmutz. Ich hatte gedacht, das sind so Bartstoppeln. Das ist ein bisschen Schmutz. Es sieht so aus, als... Weiß ich... Das ist ganz komisch. Sind Pigmentflecken? Echt? Wie gesagt, diese Tür, dieses Schloss da oben. Bei den anderen hast du das nicht gesehen, oder? Oh, und eine Taschenlampe war dran. Hier, die anderen Türen haben es nicht. Ganz normales Vaterverhalten. Anruf annehmen. Hey, gorgeous. Ich habe mir gerade meine Preise angeguckt. Yeah. Good. Good. You mean Cody's not being a pain? Well, actually, she wants me to cut myself a break, so. Yeah, well, she'd be interpreting for the United Nations if she was so great. Don't worry about Cody. We both know you work best under pressure. Anything new with you? The investors want more site surveys that they don't want to pay for. And the locals want us to leave, but they also want us to give them jobs. I'm sure you'll sort it all out. I absolutely will. Is your father still in our house? Yeah. Any better? Not really. That security system's the best investment I ever made. Just keep feeding Ms. meds, okay? You'll be fine. It's not much longer now. I'll get this project sorted, and then the three of us will be out on Lapousse. No time. Well, my dad has vowed never to set foot on that island again. What? No. The three of us. You, me, and our little IVF miracle in there? Oh. You tell me you're still pregnant. Yes, we, of course. We. Laura Lynn, I have a treat for you. Schon wieder. What is it? It's good, right? Sieht aus wie der alte Spider-Man. Okay. Ganz kurz, Kranos, vielen Dank für 50 weitere Sub-Gifts. Ich muss auf das Spiel leider eingehen, Kranos. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich sehe das halt, weil ich rechts einfach im Chat nur so... wir kommen sofort wieder zurück zum Spiel. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ist ja kein Problem. Du bist, bekloppt. Das ist, bringt mich sehr aus dem Konzept. Aber so sah der Vater mal aus übrigens, ne? Dankeschön. Daddy went to Lab. Das ist alles so komisch. Was hat der mit dieser Insel? Wir sagen mal die Wahrheit. Ist immer gut. Honestly? You hate it, don't you? Fail. Oh, ja, wirklich I've fail. Gotta go. Vor allem ist das gar nicht Design, gar nichts, du. Prince in there, and I'll speak to you later. Love you. Das sind Putzi und Noah. Noi! Jetzt, Vater, du hast schon wieder mit dem Kopf dagegen gehauen. Was soll das?
da hinten Kotze? An den unten an den Zeichnungen. Schlüssel weg, der Schlüssel. Oh. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Oh. Okay. So bekomme ich einen aufmerksamen Chat. You're in demand tonight. Two calls. Both need someone who can speak Kana. Perfect. I've got a call between two businessmen. Someone called Teron. Wants someone to authenticate a book before he buys it. And at the same time, I've got a kid who wants to speak to his mother. I think they're estranged. He says he knows you. Max Vito? Oh, I know Max. I'm teaching him Kana. I guess you want Max then. Sounds like the other one would be better for my career, no? Karriere oder Herz? Das Kind oder dieser Typ? Hier wäre das Herz, hier wäre die Karriere, denke ich mal, ne? Also ich will das kleine Kind jetzt hören. Okay, und der Chat ist sich tatsächlich... Okay, alles klar. Alles klar. Oh, I'll take Maxi's call. Familienmensch. Errungenschaft freigeschaltet. I'll be popping in and out to monitor, as usual. Remember, you don't need to be perfect. Ich will da immer selber was machen. Oh, Gewicht verlieren nach der Schwangerschaft. Hey, Laurelin. They said you might not be available. Of course, Max. I'm always available for you. As your canard coming along. I want to call me. Good? Very good. Yeah, I found a new way of practicing. That's great, Max. Who are we calling this evening? My mum. I should warn you. She, When I was little. We just don't talk often. Okay. Bonjour, je m'appelle Lauraline et je suis interprète chez Glossalingua. Un de nos clients souhaiterait vous parler. Est-ce que vous acceptez l'appel? Oui. Bonjour, maman. Max, comment vas-tu? Ça va. Ta voix a mué. Tu as dû avoir beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ok, c'est splint, wahrscheinlich. Sorry, I didn't catch that. Your voice sounds deeper. You must have grown up a lot since the last time I saw you. Well, it was a long time ago. Bah, c'était il y a longtemps. I'm 5'10 now. Je fais 5 pieds et 10 pouces maintenant. Ah bon? Ah, oh, ok. So, what have you been up to? Anything fun? I've done loads. Alors, since we last spoke. I've finished sympa. School, moi, obviously, and parlé. I've started working, which is a bit boring and doesn't pay well. Oh my god, je compte ça. It's all cool. Paye pas très bien, mais ça va. And I've started learning canard. Et j'ai commencé à apprendre le canard. Canard, la langue. Canard, the language. Mais pourquoi faire? Why would you want to learn that? T'habites à Londres. You live ich in glaub, London. Ich glaube, Stil muss mal auf die schnelle, auf die stille Treppe gesetzt werden. On n'entretient pas ces traditions, elles mourront avec nous. Peut-être que ce serait Perhaps it dying might be for the best. Parlons d'autre chose. But let's speak about something else. You said you've been working. Hang on, I asked you first. Pas si vite, je t'ai demandé en premier. So, what have you Alors, been qu'est-ce que tu fais toi en ce moment? Moi, qu'est-ce que je fais? Je passe beaucoup What de I've temps been doing, I've been sitting in my garden. C'est eigentlich noch ein normales Gespräch, ne? Going for lots of walks. Je travaille. I've been J'ai working, lots of working. Ça n'est pas très intéressant. But this is boring. Quoi d'autre? What else? Oh, je lis un livre en ce moment. I've been reading a book. L'ombre maléfique. Tu connais? Wir sollen sie mal fragen, was das für ein Buch ist. Aber ich dachte, also gerade schien es so, du musst bestimmt groß gewesen sein. Ich denke so, groß geworden sein. Ich denke so, die sieht ihn dann wahrscheinlich nicht und die hat diese Sonnenbrille auf. Wahrscheinlich ist sie blind. Aber gerade sagt sie, sie liest ein Buch. Also nicht, sie hört oder so, aber sie liest. Okay, dann, wir fragen sie mal. Madame Dubois, Lauraline, pardon, je pense que le titre de votre livre doit être différent en anglais. Est-ce que par hasard vous connaîtriez le nom d'auteur? Oh, c'est George R. R. Martin. Oh, Livre de la série Eisenthron-Reihe. Ja, Game of Thrones! Ja, ich will mein Eisenthron-Reihe. She's reading a book in the Game of Thrones series. She's what? Mama. Tu l'as lu? Have you read it? Yeah,
But you shouldn't. Moi j'ai lu, mais toi tu ne devrais pas. Pourquoi? Ah, die Hände lesen. Ah, okay. Blindenschrift, okay. What do you mean I shouldn't? Danke für die Info. It's too violent. It's not good for you. Ach, jetzt komm! Actually, it's only reassuring. Ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas les seuls à avoir connu l'enfer. I think it's nice to think you're not the only one who's been through hell. Mama. Oui, je sais, j'exagère. You're right, I'm exaggerating. J'ai une bonne vie maintenant. Life is good for me right now. I've been reading a book. Je lis un livre en ce moment. Attends, je vais le chercher. Laureline? Oui? Merci de nous aider. J'imagine que notre conversation n'est pas la plus passionnante de votre journée. Non. Pas de problème. Non, non. Quand même. Look. Voilà, regarde. It's a book written in Kannada. J'ai trouvé un livre écrit en Kannada. Mm. Well, I mean, some of it's in French. Comment c'est un livre d'histoire? What? How? Is it a history book? Enfin, une partie est écrite en français. I thought Laureline could read it. Je sais pas, je me suis dit que Max, Laureline... notre langage n'est pas comme les langues occidentales. Elle est sacrée. I can read the book on ne l'utilise que pour les cérémonies. Wir dolmetschen mal sie, ja? Max, our language is not like Western languages. It's sacred. We only use it for important ceremonies. Kaya... Nem apumpalus. Stil. Warte mal. Nova. Juko. Kann ich ja selber. Tolo. Jutidem. Dej Rambola. Tive. Wisst ihr nichts? Stil darf gerne gebannt werden. Non, don't mess with this. Please, stop. Stop it. Lauren, I don't think of. Is that. What is good? Stop it. Hört gar nicht auf seine Mutter. Stop it. Stop it. ITG, follow. Oh, right. ITG, ITG, ITG. Warum hört ihr denn nicht auf seine Mutter? Oh. Qu'est-ce que tu as fait? What have you done? I'm here trying to make an effort, and you just don't want to share any part of your life. Toi, tu ne veux juste rien partager de ta vie avec moi. C'est pas ça. It's not like that. Je veux juste te... te protéger. Je suis désolée que vous ayez dû assister à ça. Vous savez vraiment parler le canard? Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre? Wie haben Sie es gelernt? Wegen der Herausforderung oder wegen der schönen Erinnerung? Ich mach mal wegen der Herausforderung. Le canard est une langue difficile à apprendre et j'aime les défis linguistiques. Oh. Excusez-moi, je dois raccrocher. Oh, ok, bien sûr, pas de problème. Sonne wäre zu persönlich gewesen, vielleicht hätte uns die Frau dann gehasst. Okay! Wir haben sehr viele E-Mails bekommen, aber das heißt nicht, dass wir natürlich da alle lesen. Gute Hilfestellung bei schwierigen Familienangehörigen. J. Du Bois. Ich habe keine Ahnung, wie ich Französisch vorliest, weiß ich nicht. Du Bois, weiß ich nicht. Hast du unsere Konversation verfolgt? Ja, schreibt Cody. Ist immer sehr stöhnig, wenn sie aufsteht und zu ihrem Vater geht. Warum macht ihr denn immer die Tür zu? Lass doch einfach offen. Oh. Der Vater schwitzt ja gar nicht mehr. Cool. Der Vater hat Lags. Hä? Guckt er sie durch die Wand an oder? Oh. Das ist so seltsam. Warum lässt denn ihr Vater da jetzt? Das ist alles ganz, ganz komisch. Der Schlüssel hing da wieder. Oh.
Und ein Traumfänger ist da. Okay. Alles so blau-weiß da einfach. Oh. Jetzt ist er wieder ein bisschen am Schwitzen. Die Vater benutzt wohl die Telekom. Telekom-Vater. Handy? Du musst mir glauben. Und dann sind da ein paar PDFs. Du musst mir glauben. Artikel 1 ist an historic day for Godsend. Danach Creation. Ja, das andere kann ich nicht lesen. Okay, wir machen mal Artikel. Ja, scheiße, ne? Ich kann den dritten Artikel nicht. Ich kann es nicht. Ich mach mal die. Ich kann es nicht lesen. Ich kann so ein bisschen zwischen 2 und 3. Ich würde jetzt auch eigentlich die 2 machen. Ich weiß nicht, ob man die alle hintereinander lesen kann. Ich lese mal die 2. Neues Dokument, Artikel 2. Zweites Kapitel, der Entstehungsmythos des Kanar-Glaubenssystems. Ein Fragment. Der große Baum Palusi setzte Wurzeln an und wuchs in den Himmel, um so die Inseln über die überflutete Welt zu hieven. Der große Baum sprießte vor Leben, aber auch vor Geistern, den Kianem, die alten anderen. Sie lebten und sprachen miteinander im großen Baum. Mit der Zeit wuchs nicht nur die Zahl der Geister, sondern auch ihr Verdruss über ihr angestammtes Reich. Sie wünschten sich, mehr von der Welt zu sehen, und so kam es, dass sie Geistergestalt annahmen. Ich konnte nur einen Artikel lesen. Ah, ne, doch. Darf ich das machen? Hallo? Ah, Artikel 1, gut. Was ist das? Verwirrend, wenn man sonst immer so Spiele spielt, wo man halt selber hier so interagieren kann. Ein historischer Tag für Godsend. TVC Building LLP hat endlich den Grundstein für den lang erwarteten neuen Flughafen Lipush International Airport gelegt. Die feierliche Zeremonie wurde geleitet durch den Hauptinvestor Carl Vito und seine Ehefrau Jacqueline Vito, geborene Dubois? Weiß nicht, die auch eine bekannte Anwältin in der Region ist. Ebenfalls zugegen war Warren Dubois als Vertreterin der SPPK, La Baguette pour la Promotion du Pilot-Plaknana. Keine Ahnung. Projektleiter Alexis Wilson gab heute Morgen zu Protokoll, dass er kaum noch erwarten könne, endlich loslegen zu dürfen mit diesem Bauprojekt. Genau so. Ist das so? Ist das richtig? Ich schmeiß es schon richtig vor. Okay, dann versuche ich nochmal hier. La Société pour la Promotion du Pilot-Plaknana. Ich hatte niemals Französisch. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Laut, dumpfes Geräusch. Oh Gott. Ach, jetzt prügelt der wieder da so gegen. Hey, Papa, kannst du aufhören? Ja, okay, Entschuldigung. Ach so. Das ist gar nicht Schwangerschaftsbäuchlein. Oh. Die Geister wollen also. Ich möchte noch einen dritten. Das ist seltsam. Wie soll ich jetzt. Also, ich würde jetzt nicht weiterarbeiten können. Wahnsinnig und macht alles sehr langsam. Er hat uns wir folgen. Er gibt eine Mischung.
hysterischem Erstöhnen und Brüllen von sich. Schlüsselgeräusch im Türschloss. Jetzt ruft er die an. Hallo. Achso, ja, hi. Fahr mit den Rücken dazu. Ich würde doch nicht... Also, ich würde jetzt rausgehen. Die Noah hat echt Angst. Aber sie geht nicht raus. Jacqueline. Dubois. Dead attachment. Madame Dubois, je veux vous parler de mon père. Je ne sais pas vraiment comment vous aider, vous savez. Je suis à l'autre bout du monde. Oui, mais vous savez des choses sur ce livre. Il me semble que vous connaissez mon père, Alexis Wilson. Je crois que vous avez travaillé ensemble sur un projet de construction en 1998. Je ne veux pas en parler. Il le faut. Il est malade. Ich mach mal ganze Wahrheit. Après notre appel tout à l'heure, une ombre est apparue et il s'est mis à parler canard alors qu'il ne connaît même pas la langue. Mais si vous avez vu l'ombre, ça veut dire que vous l'avez aussi. J'ai quoi ? Les esprits, les anciens, ils vous suivent. Et ça veut dire qu'ils suivent Max aussi. Comment est-ce que je peux m'en débarrasser ? D'accord. Moi, j'ai dû abandonner mon fils à cause d'eux et peut-être on peut empêcher une autre famille d'être détruite. Donc, il va falloir que vous trouviez le livre et que vous le brûlez. Donc, cela devrait suffire à détruire les esprits. Ach so, ist ja eigentlich voll einfach. Der Sohn hat das Buch, oder? Mais comment est-ce que je récupère le livre? Il faut que vous m'aidiez à récupérer le livre de Max. Quoi, hors de question? Non, notre dernier appel était un désastre. Raison de plus pour le rappeler. Il doit être en train de dormir. Peut-être. Er schläft schon bestimmt. On peut toujours essayer. What? Je vais essayer de le rappeler. Die Mutter sitzt ja einfach die ganze Zeit in den Stuhl. Mama? Max, je suis désolée de t'avoir réveillé. Max, I'm sorry to wake you. Oh, das, wir haben doch gerade erst miteinander geredet. I wasn't okay. Je suis désolée de t'avoir raccroché au nez, c'était pas sympa. I mean, you were being weird. Ich dolmetsche das nicht. Tu n'as pas à t'excuser, c'est de ma faute. You don't have to apologize, it was my fault. A lot of it is my fault. Was that it? Did you call to apologize? No, no, no. She has something else she would like to say. N'est-ce pas? Mm-hmm. Max, tu dois brûler le livre. Max, I need you. Eins, Buch vernichten oder zwei, Buch besorgen. Könnte es Papa heilen? Ich tendiere ja eher zu eins, aber wenn das Spiel mir doch so eine Möglichkeit gibt, ist natürlich auch noch schwierig, ne? Okay, der Chat ist vermehrt tatsächlich die 1. Ich drücke die 1. To burn the book. No, no way. Max! My dad would kill me. Vater würde mich umbringen. Wir machen mal Dolmetschen jetzt. Mon père va me tuer. C'est un livre de famille qui It's nous my a family's book. He stole it. Quoi? Max, prends le livre et s'il te cause quoi que ce Take soit the book from problème, him and if he gives you any trouble, je you sais. Send him my way, I'll sort him out. Oh. Okay. Okay, d'accord. Ah. Well, I'll burn the book first thing in the morning then. No, no, Max, it has to be now. It's the middle of the night now. Da kann ich das jetzt nicht mit den bösen Geistern verbrennen. Ist doch gerade mit ihr, ne? Bring it to mine, I'll burn it here. Okay, right, well, it's gonna take me like an hour to get to you. Thank you. Au revoir, Mama. Oui, on s'appelle demain? Yes, I'll call you tomorrow. Okay, vertreibt die bösen Geister. Tschüss. Sie atmet langsam aus. Okay. Okay. Right. Gut. Dubois?
Oh, es hat sich gerade angehört, als wäre es hier irgendwo. Wie lange braucht der? Aber das ist ja... Das, wie, wo wohnt der denn? Nachricht verfolgen. Max gestattet ihn. Scheiße. Okay, wir können nun gucken, wo Max ist. Cool. Okay, der Buch ist unterwegs. Ich bin nur schon viel zu schnell aufgestanden und jetzt, ja, gut. Da gucken wir mal. Können wir dann über das Buch googeln vielleicht? Oh. Kamera 1, Vater. Der müsste jetzt so in die Kamera gucken, so. Hm? Schlüssel wieder weg. Wohnung verlassen oder etwas anderes überlegen? Ey, ich würde jetzt voll gerne hier draufklicken auf Wohnung verlassen. Etwas anderes überlegen. Eins, los geht's! Ich habe auf den Chat geguckt. Ach, die Schütze hat die Frau... Entschuldigung, habe ich vergessen. Ja. Aber an den Schlüssel hängen ja noch andere Sachen. Das heißt, das war auch der Schlüssel, den sie jetzt für die Haustür... Aber jetzt ist... War das hier nicht gerade auch? Er grunzt. Okay. Gut. Ich bin verwirrt. Würde jetzt eigentlich abhauen. Das wäre so der Moment, wo ich jetzt auf jeden Fall abhauen würde. Er hat den Schlüssel da drin. Guck mal, siehst du? Hier ist ein Schlüssel. I can't get out. Ja, ein Wunder. Geh am besten nochmal rein und guck nochmal nach. Ich würde jetzt die Tür dahinter dir abschließen. Police, please. Hallo? Hallo? Vor die Digitalgeister. Oh nein. Das Telefon klingelt weiter. Okay. Sie schnauft auf einmal. Oh. Hallo? I. Guten Tag. Dad? Protect Palusi. Stop distracting humans. Protect the great tree. Stop the human destroyers. Er schwitzt wieder. What? Can you repeat? Perrier. Perrier Kawa. Ein Rezept, wir haben ein Rezept bekommen. Vielen Dank an Kranos wieder für 20 verschenkte Subs. Enhanka you sehr. You help us. Du hilfst uns. Me? I'm not helping you. We are you. We are you. You have Hulu tweet. Du hast uns gerufen. You are our vessel. Du bist unser Werkzeug. Bulaui Pilamenhenko. Was soll ich denn machen? Hauke Palusi. Kujare Lokwan Supetsch. Protect the great trees, stop the human destroyers. Piers. You want me to stop Piers and the development? In Honka. Ah. You help us. Wir sagen jetzt mal, es war ein Versehen. Wir halten uns mal gut mit dem. Kranos, nochmal vielen, vielen Dank für 20 verschenkte Subs. Hör auf jetzt. Vielen, vielen Dank für 20 verschenkte Subs nun. Es tut mir leid, auch auf YouTube. Ich weiß, ich glaube, ich kann das nicht rausschneiden, deswegen, aber ich muss halt darauf eingehen. Das ist so voll. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Kranos wird auch ferngesteuert, ja. Warte mal. Hier. Kranos. Nein. Okay, ich mach mal, es war ein Versehen. Oder wir sind kein Werkzeug. Wir machen mal, es war ein Versehen. No,
I didn't mean to call you. It was a mistake. Sivori. Sivori. You will help us. Hakuyaru Yuki Gehan. Or we will end those loved by you. And hang Kodeju. Boah, ist aber die ganze Zeit rülps, ne? So richtig, eine richtig von unten nach oben, ey. Und dann tanzt der da. Jetzt ist er der Vater, oder? Laurelin? Dad! What's happening? Don't worry, I've sorted it. Get some rest. Everything is going to be okay. Krasse Dance Moves, Glitch Daddy. Oh mein Gott, Glitch Daddy. Wir sehen zu wenig vom Freund, von ihrem Mann tatsächlich. Jetzt würde ich gucken, wie weit ist der Buchmann? Aber die kriegen das ja jetzt mit, dass sie das Buch holen lässt. Hä? Ruf mich an. Pierce. Ich melde mich bald. Ruf mich jetzt an. Ist es das Baby? Ja, schreib am besten noch. Oder dein Dad. Ruft einfach an. Entschuldigung. Boah, ich hasse sowas, ne? Ah, ne, das ist Cody, ist gar nicht er. Oh, jetzt sind wir aber schon drangegangen. Niemand ist sicher. Oh. Hi, Laurelin. Sorry, I know I promised we would do another practice session this evening. Oh. I'm having a bit of a weird one. Probably these night shifts. I swear I can hear someone speaking Kana. So ein richtiger Rave war das einfach. So bin ich sie wieder rangegangen, ne? Laurelin? What is it? What's going on? Das ist dein Büro. Auf Schuldgefühle setzen! Ich mach das! I need you to keep our family safe. Okay. Der muss das jetzt direkt checken. Of course. But what's wrong? Everything okay? I'll tell you, but I need you to believe me. Okay, I'll believe you. Sie wirkt jetzt wie der Vater. What's up? The repulse gas is real. Laurelin? Oh God. You said you'd believe me. Oh, come on. It's one thing, all this with the Islanders, but you two? I Mann really des Jahres. Don't need this. Maybe they have a point. They've attacked Dad. They've attacked me. Seine Frau heute und er nur. Ach, jetzt komm. Just stop the project. You're the only one who can. You know, I knew working these night shifts was a bad idea while you were pregnant. What? You need to get some rest. No. You're being hysterical. Mir nee, ist alles gut. I'll square it with Cody. No. I have to get back to a meeting. Have my sister come over and spend a couple nights with you. Love you, babe. Get some rest. Oh! What? What? Oh, der Vater ist schon wieder am Anfang hier. Die Geister spielen schon wieder rum. Regen sich schon wieder auf.
gerichtet? Max ist da. Gut gemacht. Okay. Laurelin, I'm here. What are you gonna do with it? Aber doch, die konnte ich. Ach, guck mal, hier, da ist ein Briefkasten offen. Okay, das Max, war irgendwie cool. Put the books through the door. You haven't answered my question. Just give it to me. Can't I come in? Max, we're friends. I thought you trusted me. I can sort all of this out. I just need you to give me the book. Max? Buch vernichten oder Buch lesen? Ey, ich lese das. Ich mach, also, das ist doch alles so einfach irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist alles irgendwie viel zu einfach. Ich glaube nicht, dass eins das sichere Ende ist. Ich weiß, ich denke, das wird irgendwie verhindert. Lesen und dann vernichten. Ja, dafür wäre ich aber auch. Ihr werdet mich jetzt lassen. 3, 2, 1. Papa retten. Errungenschaft freigeschaltet. Papa retten. Hä? Ja, Nim. You did David. Ja, Nim. You did David. Okay, da hätte man auch selber drauf kommen können jetzt. Fa. Mumhan. Horas. Ich bin für immer euer Körper. Ich will so ein Spiel mit Matt machen. Ja, David. Inam Panoras. Ah, da ist ein Baby drin. Was ist mit dem? Odin, sowas muss nicht sein und sowas kriegt auch ein Timeoutchen. Entschuldigung. No. Panos gerade die Kontrolle komplett verloren. Entschuldigung, da stand, wir retten unseren Vater. Unser Vater ist gerettet. So, fertig aus. Ja, ich habe nur das Gute für unseren Vater getan. Ich hatte direkt diese Verbindung zu diesem Charakter, dass ich einfach nur sein Bestes wollte. Bei solchen Spielen ist es aber, du spielst die halt ganz oft durch. Ne? Wir haben jetzt einen Durchgang gemacht. Also, falls ihr selber spielen wollt, ich glaube, 12 Euro hat es gekostet. Der Besteuer ist wieder... Oh, Entschuldigung. Leid. Der Vater hat dich tief berührt. Ja. Nun. Nochmal. Boah, nee, ey. Tap, tap. So. Ja, war lustig. Was haben wir jetzt hier? Okay, guck mal. Status besessen gefunden. Schön. Status überlebt gefunden. 3 von 3. Was? Gefunden. Ein 1 von 15. Also...
ist kurz. Wir können es irgendwann nochmal spielen, wenn ihr wollt. Aber ihr seht, ihr könnt, wenn ihr euch das selber holt. Gesehene Szenen. 42 von 223. Status. Max gefunden. 4 von 5. Hoffnungsvoll gefunden. 1 von 4. Status überlebt gefunden. 3 von 3. Besessen gefunden. Ja, nun. Das war alles komisch. Und warum sieht sie aus wie Noah ohne Haar? Das war Nightbook auf YouTube. Tschüss und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Mal gucken, was wir als nächstes zu spielen. Bye, bye.